ich habe ja gerade aus Versehen ein Date gehabt. Mal wieder an meinem zweiten letzten Tag. Er sieht sehr gut aus. Für sein Alter. Ich habe mich wieder beim Urteilen erwischt. Wow, das sieht ja richtig cool aus. Er ist der größte. Das ist echt riesig, der Markt. Okay, Leute, das hier ist alles Mango. Das ist interessant, was ist das? Okay, Leute, wir probieren jetzt Fried Banane mit Honig, ist das? Mhm. 10 Baht. 10 Baht only, wow. Ey, Tim, ich habe was Perfektes gefunden, hier. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall mega viel gegessen. Ich bin voll gefressen wie ein Schwein, wie immer. Ach, wie schön. Das hier? Ah, Durian. Oh nee, ich mag keine Durian. Wusstest du das? Echt jetzt so? Hier gibt es Mango-Toffee, Coconut-Toffee. Ah, guck mal hier. Das ist ja geil. Wirklich lecker. Also das sind so Pancakes mit Pandan-Füllung. Da haben wir Justine hier am Start auf Male. Mexiko-Vibe. So, Freunde der Sonne, wir sind heute hier in Doros bester Tag, weil Dora hat einfach mir gerade gesagt, dass es ist voll laut hier bei Instagram, aber Dora hat mir gerade gesagt, dass sie einfach morgen schon früher geht. Sie geht einfach viel früher als gedacht, also schon früh statt abends. Und ich habe ja gerade aus Versehen ein Date gehabt. Mal wieder an meinem zweiten letzten Tag. Und der Typ, der wohnt einfach direkt neben mir quasi, der hat sich da eingebucht. Und mir ist aufgefallen, dass der einfach so alt ist. Der ist 43 Jahre alt. Ich habe das Gefühl, es ist so krass. Wie konnte das messen? Ich glaube, ich habe meine Altersbegrenzung auf 15. Aber ich bin ja 38, manchmal vergesse ich das. Der hat ja nur 5 Jahre, eigentlich 4, weil ich werde ja bald 39. Und das kommt mir vor, als wäre der 20 Jahre älter. Ne? Der ist so vernünftig. Krass. Und der sieht auch gut aus, aber der ist mir zu seriös, was ich immer sage. Ist das für mich? Naja, habe ich auch schon überlegt. Dann kannst du dich gleich mit dem Date melden. Ich seile mich dann ab. Ich habe da keinen Bock drauf. Der ist so seriös. Das war nicht lustig. Das war nicht lustig mit dem. Aber er ist nett und gut aussehend. Also er sieht sehr gut aus, muss ich sagen. Er sieht sehr gut aus. Für sein Alter. Auf jeden Fall, was machen wir jetzt? Fahren wir zum Zen Beach. Ja. Heilen uns einen Joghurt, von dem wir nicht satt werden. Genau. Heilen uns danach einen Curry, von dem wir auch nicht satt werden. Doch. Und essen danach jeder noch einen Joghurt. Okay, das ist der Plan. Also let's go zum Zen Beach, zum Drum Circle. Und da muss ich den Typen die Location senden. Wer wollte sich ein Taxi holen? Er hat keinen Scooter. Und ich habe gesagt, es gibt glaube ich keine Taxen. Also welcher Mensch fährt hier den Taxi, außer diese Autos da. Und in so ein Auto wird er nicht gehen. Das sind diese Autos, da wird er doch nicht reingehen. Das ist so ein Ami, der so ein privates Taxi will. Denke ich mal. Ja, ich bin jetzt auch nicht so ganz Gentleman und lasse ihn jetzt einfach mal die Challenge meistern, alleine zum Sandwich zu kommen. Ich bin gemein eigentlich, ne? Ja, muss auch mal sein. Man muss auch einfach auch... Ja, aber wie will er da hinkommen? Ja. Gibt's ja nicht. Ja, man steigt ja alles so. Bin gespannt, wie er es hinkriegt. Der ist jetzt nicht wegen mir. Aber der ist, glaube ich, in die Area, weil ich ihm das empfohlen habe. Ja. So, Leute, wir haben jetzt unseren geilen Obstbecher. Kann ich empfehlen übrigens. Das ist so ein Müsli-Becher. Ja, halt mal den Löffel daneben. Ja, der, ich weiß auch nicht, wie das gehen soll. Also, das ist wieder die Logik passt genau. Ja, halb auf jeden Fall. Ja, und wir sind am Zen Beach. Es ist auf jeden Fall sehr schön. Viele Leute hier. Sunset-Vibes. Achso, und mein Date. Ja, da weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe jetzt wieder gejudged. Ich habe mich wieder beim Urteilen erwischt. Aber man muss auch sagen, ich bin mittlerweile so, ich weiß nicht, wie ihr das seht, Leute, aber ich bin mittlerweile so, ich habe keinen Bock, meine Zeit zu vergeuden. Und deswegen bin ich da ein bisschen radikaler geworden. Früher hätte ich wahrscheinlich eine Woche gewartet, bis ich das dann diese Entschlüsse gezogen hätte. Und jetzt weiß ich das schon nach 5 Minuten. So, super. Oh mein Gott, Leute, schaut mal, wie schön das ist. Wow, das sieht ja richtig cool aus, wa? Aber es kommt immer nicht so geil rüber. Ja. Total. In echt ist es halt einfach krasser, ne? Ist geiler, ja. Das ist halt so im Leben. Schade. Aber es sieht schon krass aus. Ich finde echt auch geiler als auf dem Foto. Safe, hallo? Und hier ist der Drum Circle. Aber habe ich den schon mal gefilmt? Ich glaube nicht, ne? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man da rumdancen. Leute, da hinten. Jeden Freitag. Jeden Freitag. Ziemlich viele Leute hier auch am Start. Boah, sieht krass aus mit dem Himmel. Mega nice.
Sunset ist wieder überragend hier auf Koh Phangan. Wow. Oh oh, Doro ist blendet. Blendet. Sag mal, blendet das sehr? Ja. Hi. Was gibt's noch für Touristen, die sind da selbst heute? Und heute gehen wir zum Singing Circle nach Tongsala. Ich bin richtig gespannt mit der Gang hier. So Leute, ich habe jetzt gerade meinen Scooter schnell weggebracht, habe die letzten Bremsen gecheckt und jetzt fahre ich halt nur drin. Wir gehen jetzt mal gucken. Hä, da ist ja gar kein Food Market. Ach, da vorne ist der. Hä, da war ich ja noch nie. Wir gehen mal gucken, was da los ist. Der ist der größte. Da war ich noch gar nicht. Krass. Jeden Samstag mega geil. Weil letztes Mal waren wir auf der anderen Seite beim Food Market. Komisch. Ich weiß gar nicht warum. Da vorne ist das Event. Jetzt schauen wir mal, wo wir parken können. Okay, wow. Wow, da stehen viele Bikes. Wow. Ja, ziemlich viel los hier. Ja. Aber hier irgendwo, oder? Darf man hier parken? Darf man da parken? Guck mal, da wo der steht hier. 100%. Guck mal hier, nice. Diese Früchte, Leute. Lecker. Ah, guck mal, Mango mit Sticky Rice. Und hier die Stinkefrucht da. So Leute, wir sind hier auf diesem Markt. Das ist meine Kategorie hier. Nee. Lecker. Aber irgendwie gibt es auch überall dasselbe, habe ich das Gefühl. Krass, der ist echt riesig hier, der Markt. Oh, guck mal Leute, was gibt's denn hier? Waffeln. Oh, das ist ja cool. Mega. Okay, das ist ja krass. Okay, hier gibt es wieder interessante Sachen auf jeden Fall. Was ist das denn? Boah, ganz ehrlich Leute, gibt's schon geile Sachen hier, aber wenn ich dieses Fried schon rieche, dann wird mir schon komisch. Ne? Aber interessant, ich würde gerne was Süßes haben. Irgendwas Sticky-mäßiges so. Grünen Sticky Rice hätte ich Bock oder irgendwie sowas, weißt du? Ja. Okay Leute, das hier ist alles Mango. Das ist alles Mango, krass. Die Frühlingsrollen schmecken nicht, habe ich gehört. Schade. Nur du magst dann warm. Can I try? Small one? Thank you. Okay, wir haben jetzt unten eine Kartoffel. Das ist interessant, was ist das? Süß. Ja, süße Kartoffel. Hä? Das schmeckt voll wie rohe Kartoffeln irgendwie. Finde ich komisch das mit dem. Ist süße Kartoffel. Das ist Süßkartoffel. Und was ist das hier? Chai-Tee? Chai-Tee. Ah, mit den Dingern da drin. Ja, ja, ja. Guck mal, hier ist Banane. Krass, ja. Banane frittierte wahrscheinlich. Okay, Leute, wir probieren jetzt Fried. Banane mit Honig ist das. Ist lecker? Ist nicht so süß irgendwie. So? Ja. Mega. Ah ja, jetzt im Nachhinein. Okay. Mega süß. Geht schon. Duck Eggs probiert. Das ist auch nice. Das ist mega. Ja? Nice, ja. Lecker? Ja. So, hier gibt es wieder 1000 Getränke. Ja, es ist alles schon sehr ähnlich, ne, wie bei den letzten Märkten. Nee, warte, das ist geil. Das sieht geil aus. Tofu-Salat, ja. Aber ich habe das hier gefunden. Das hier. It's Coconut? Ja? Oh ja, die sind geil. Ah, das ist meine Abteilung hier. Yes. Ja, das hier. Okay, yeah, I want one. How much? 10 Baht. 10 Baht only, wow. Ey, Tim, ich habe was Perfektes gefunden. Hier, das hier, Kokosnussball. Kennst du? Oh. Der ist geil. Guck mal hier, Mango Sticky Rice im Bambu. I started actually with the tooth.
Wow, Leute, schaut mal, hier gibt es richtig krasse Sachen. Also dieser Food Market hat noch viel mehr zu bieten, wie die anderen, die ich hier gesehen habe. Guck mal, Leute, das ist ja schön hier. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall mega viel gegessen. Ich bin voll gefressen wie ein Schwein, wie immer. Und platze gleich aus allen Nähten. Ach, guck mal, da spielen die Karo, da sieht man das. Schau mal. Oh, das will ich jetzt mal sehen hier, die Musik. Habe ich jetzt Bock drauf. Ah, die sitzen da wirklich im Circle. Wie cool. Ach, wie schön. Leute, nochmal, dass ihr die verschiedenen Teile des Desserts mal seht. Ist auch super spannend. Hier gibt es so verschiedenen Mango-Sticky-Reis, hier Pandan-Flavor. Der ist, glaube ich, ganz cool. Aber ich glaube, ich habe Bock. Oh, der sieht aber auch geil aus. Coconut Milk. Ah, okay. Okay, krass. Ja, wow, interessant, ne? Das ist, was sie jetzt noch haben. Der wäre vielleicht nice, aber ich glaube, ich habe Bock. Ich glaube, ich habe Bock auf einen Smoothie tatsächlich. Gucken, ob die das hier noch haben. Nee, oh shit, die haben alles schon zu, ne? Ah, hier ist nicht mehr viel heute. So Leute, da es kein Smoothie mehr gibt, esse ich jetzt doch einen Pandan. Krass. Fast zu süß. Mit Mango-Smoothie wäre das jetzt geil. Jo Leute, guckt mal, sowas gibt es hier im thailändischen Supermarkt übrigens zu mitnehmen. Essen to go, Reis, Hähnchen, das ist krass, das ist Ei mit Reis und, keine Ahnung, Chicken oder so. Hier sind Hühner, ja, Obst, normalen Sachen. Ach, guck mal, getrocknete Mango ist das, oder? Ja, guck mal, es ist getrocknete Mango, ist aber günstig. 165 nur? Ist das mit Zucker? Ja, da ist Sugar drin. 4%. Also was ist aber auch geil hier, guck mal. Ah nee, das ist nicht. Nee, ist doch nicht geil. Was ist das hier? Ah, Durian. Oh nee, ich mag keine Durian. Wusstest du das? Echt jetzt so? Ja, mega. Ich liebe Durian. Oh nee, ich mag das nicht. Gar nicht. Ich habe Durian gegessen in Malaysia. Oh, ich mag Guava. Ist das Wort? Diese Guava, die ich meine? Die haben Zucker überall drin. Die haben überall Zucker drin. Ja, guck mal. Crispy Durian. Nee, das ist jetzt nicht so gut. Ah, hier auch. Extra Low Sugar. Extra Low Sugar? Aber es ist immer noch Sugar. Interessant, was es hier so im Supermarkt gibt. Hier auch normale Sachen. Standardsachen, Mayo,
Ich habe Hunger jetzt. Toll. Super, ich wollte fasten. Ich habe jetzt Hunger bekommen. Nein, Spaß. Ich habe einfach Appetit. Wild Mango. Made in Germany. Guck mal, Made in Germany. Guck mal hier. Die ganzen Stoffe, die Food Additives, wie viel Zeug da ist. Ja, ja. Wenn ihr viele komische Namen oder Nummern auf den Packungen seht, dann wisst ihr schon mal, dass das nicht so gut ist. Ja. Hier gibt es Mango-Toffee, Coconut-Toffee, Fruit-Toffee und Käse. Aber Käse, Leute. Ah, hier gibt es Chobani. Ach so, diesen griechischen Joghurt ist ja interessant. Der kostet 2 Euro, ne? 2 Euro noch was. Philadelphia, 3 Euro. Feta-Käse 151, das sind 3 Euro ungefähr. 3,50 Euro. Bisschen mehr vielleicht sogar. Ich habe Hunger jetzt so. Das ist echt so das Auge, ne? Das Auge kreiert den Hunger, weil sonst hätte ich jetzt keinen Hunger. Jo Leute, das ist auch geil. Hier gibt es eine Waage, hier muss man sein Obst wiegen. Und die haben uns gerade gefragt, wie soll man das denn verstehen? Jetzt bin ich mal gespannt, was das heißt. Ah ja, okay, das ist kompliziert. Komplizierter als man dachte. Ja. Ah, guck mal hier, das ist ja geil. Ah, das ist Pancakes, ne? Pancake? Ja, Pancakes. Ah, mit Pandan, oh lecker. Ach so, das ist Kokosnuss, ne? Coconut? Ja, Coconut? Egg? Ah, okay. Ah, wow. Das sieht sehr lecker aus. Oh, das sieht sehr lecker aus, ja. 20 Baht, Mann. Das sieht gut klar, oder? Ja. Also Leute, ich muss echt sagen, das schmeckt so genial. Richtig lecker. Also das sind so Pancakes mit Pandanfüllung. Und hier mit auch mit Kokosnuss. So, wir haben hier ein komisches Spruch von Tim. Ich habe halt gesagt, schmeckt nicht, ne? Warum? Ich weiß nicht, irgendwie überreif. Okay, ich probiere ein ganz bisschen. Schmeckt nach nichts. Guck mal Leute, richtig cool. What is this here? Partei? Partei is peanuts. Huh? Peanuts. Ah, echt jetzt? Wow. Hä? Das sind einfach nur Nudeln, oder wie? Okay. Was ist das hier alles? Mal hier. Hier gibt es auch ganz viele. Was auch immer das sein mag. Hä, was ist das denn? Das ist bestimmt was Süßes hier, oder? Oh. Sticky Reis wahrscheinlich mit... Boah, ich habe keine Ahnung. Hier gibt es... keine Ahnung. This one. Ah, Pasiwich. Hm? Pasiwich? Ja, Pasiwich. It's vegetarian, right? Yeah, vegetarian. Ja, okay. Guck mal, 30 Baht einfach nur. Das ist ja voll günstig. Aber es ist auch eine kleine Portion wahrscheinlich, oder? So Leute, wir sind heute an einem Wasserfall. Richtig cool. Die abonniert sie, ja, halt das mit euren Freunden, ganz, ganz kommentiert. Kommentar schreibt dies, das, wie ich das glaube. Kostet nichts, Leute. Genau. Können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?